Alles klar. Oh, laut. Dann begrüße ich euch mal recht herzlich zu unserem gemeinsamen Vortrag J-Over, It's Not Over. Diejenigen, wo die Seite kennen oder das Projekt kennen, werden wahrscheinlich wissen, worum es geht, halbwegs. Ansonsten werden wir über Joomla HTML Overrides oder allgemein Joomla Overrides sprechen. Fangen wir auch gleich mal das obligatorische Vorstellen an. So, mein Name ist Sven Schulczyk. Ich habe 2006 mit Joomla angefangen. Damals habe ich noch studiert in Karlsruhe. Bin in einer Fachschaft mit in Kontakt gekommen. 2008 war ich dann mit dabei bei dem Umfirmieren, sage ich es mal, von Fireboard zu Konena, der Forum-Erweiterung. 2009 habe ich dann selber, um mein Studium zu finanzieren, ein kleines Gewerbe gegründet, wo ich halt Erweiterung programmiert habe oder halt auch Kundenaufträge, Webseiten, Templates etc., das Ganze von vorne bis hinten. Und 2014, also sozusagen jetzt ein Jahr, habe ich endlich mein Diplom-Ingenieur erreicht, arbeite jetzt bei Euroengineering, das ist ein Dienstleister, werde von diesen wiederum bei Siemens zurzeit eingesetzt als Systemtester. Das heißt, ich bin derjenige, der versucht, die Geräte kaputt zu machen. So, das zu meiner Seite. Dann darfst du dich vorstellen. Ja, hallo. Mein Name ist Viviana Menzel. Ich will mich auch kurz vorstellen. Später erzähle ich ein bisschen von unserem Projekt J-Over. Ich kam 1998 von Argentinien nach Deutschland und in Biologie zu promovieren. Hat mit Joomla nichts zu tun. Habe aber in meiner Zeit als Doktorandin die Möglichkeit gehabt zu lernen, wie man Webseiten erstellt. Damals dann noch mit Makromedia drin, Viva. Standard-HTML-Seiten, wie es damals so war, mit Tabellenlayout und animierten GIFs und Flash und so weiter. Wer Lust hat, kann sich da den Link anklicken. Das ist eine schöne Flash-Animation, die ich dann für das Projekt da gemacht habe. Und ja, später, zufällig 2006, haben wir Joomla entdeckt. Fand ich es ganz interessant und habe ich angefangen damit, Webseiten zu machen. Erstmal für Freunde, Bekannten, eigene Webseite. Und 2008 habe ich mich selbstständig gemacht in meiner Firma und betreue dann verschiedene Projekte damit Joomla. Die ganze Zeit habe ich in meinem Forum oder so von Joomla Community gehört und gelesen, hatte ich aber keine richtige Vorstellung, was das ist. Und letztes Jahr habe ich das erste Event von Joomla besucht, das JM Beyond in Frankfurt, Königstein. Fand ich klasse. Und habe ich viele Leute kennengelernt, auch von Lateinamerika und Spanien. Dann war ich in den Joomla Day in Köln. Noch toller. Und dann habe ich angefangen, fürs Joomla-Magazin auch Artikel zu schreiben. Ja, und dieses Jahr kamen wir zum Projekt J-Over, das stelle ich aber später nochmal vor. Wunderbar. So, dann fangen wir gleich mal an mit den Fragen ans Publikum, um euch ein bisschen einschätzen zu können, wie viel ich dann sagen muss, kann oder vielleicht mal was weglassen kann. Wer kennt von euch HTML-Overrides überhaupt gar nicht? 2, 3, 4, 5, alles klar. Wer hat Overrides schon verwendet? Es sind ein paar mehr. Schön. Auch ein paar bekannte Gesichter gerade noch entdeckt. Wer hat Overrides bereits entwickelt, also selber geschrieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Nicht so viele, wie sie verwendet haben. So, und wer ist jetzt einfach mal da, um zu schauen, ob es vielleicht für ihn was taugt? Gut, alles klar. Dann haben wir die komplette Palette hier sitzen. Wunderbar. So, was sind Overrides überhaupt? Ich habe mich mal dazu niedergelassen und habe einfach mal die Vorgehensweise von meinen früheren Professoren kopiert. Was sagt Wikipedia dazu?
Der Begriff überschreiben, Englisch Override, wörtlich außer Kraft setzen, überwinden, beschreibt eine Technik in der objektorientierten Programmierung, die es einer abgeleiteten Klasse erlaubt, eine eigene Implementierung einer von der Basisklasse geerbten Methode zu definieren. Klingt erstmal kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Das heißt nichts anderes, dass wir in dem Fall das Login-Modul haben auf dieser Seite, wie wir es kennen, ganz normal, das Standard-Layout. Und ich will jetzt aber dieses Überschreiben überwinden und sagen, ich möchte da ein anderes Layout haben, wie es zum Beispiel hier, dass ich nur noch einen Anmelde-Button auf meiner Seite oben rechts oder so habe, wie es viele Webseiten haben. Und wenn da jemand einer da draufklickt, kommt ein schönes Modalfenster hoch und da ist dann das eigentliche Formular drin, das dann aber Funktionalität bieten soll wie das ursprüngliche Login-Modul. Was hat man da bisher gemacht? Man ist dahergegangen und hat auf dem JD geguckt, Login-Modul, Modalbox, und hat dann nach einer Erweiterung gesucht. Die Erweiterung hat es aber wieder das Problem, entweder es muss sie geben, sie muss genauso aussehen, wie ich sie eigentlich wirklich haben will. Und was passiert beim nächsten kleinen Update von Joomla? Dann muss ich wieder gucken, ob die Aktualisierung haben muss, auch die Erweiterung wieder Aktualität haben, weil das Login-Form hat ja wiederum Logik hinten dran, das heißt, da ist PHP-Code drin, da sind Sachen drin, die auf die API zugreifen, auf die Datenbank etc. So. Was kann man da tun? Natürlich den Override verwenden. Das heißt, das Ganze sieht filestrukturtechnisch so aus. Auf der linken Seite haben wir in der Hierarchie, kennen wir wahrscheinlich die meisten, unter Modules haben wir das Mod-Login, darunter ist wiederum das TMPL-Folder und darin liegen zwei Dateien, die Default-PHP und die Default-Logout-PHP. Das sind die zwei Dateien, die die Struktur, das Aussehen auf der Webseite definieren. Da ist so gesehen keine Logik dahinter, also die ist in anderen Dateien drin, wo dann auf die Datenbank etc. zugreift. Was macht Joomla jetzt hier? Joomla geht her und guckt im Normalfall erstmal nicht in diesem Ordner nach einem Template, sondern in dem Template, das ihr verwendet. Das heißt, in eurem Template, jetzt hier Templates, Protostar, unter dem Ordner HTML, kann auch wiederum ein Mod-Login-Folder liegen, in dem dann die bekannten zwei Dateien Default-PHP und Default-Logout-PHP drin liegen. Das heißt, Joomla geht her und geht in diesen Ordner rein, in das Template, guckt, liegen da für das Modul XY die Template-Dateien, die ich brauche. Wenn ja, dann nehme ich die. Wenn nein, dann geht es erst in den eigentlichen Mod-Login-Folder von der installierten Erweiterung rein und nimmt sie sich von dort. Das heißt, wir können einfach hergehen, die Dateien rüber kopieren in diesen Ordner und dann halt bearbeiten, wie wir möchten. Vorteil an der ganzen Geschichte, wir haben wirklich nur die zwei Dateien, wo nur das Aussehen behandelt wird. Keine Logik, keine möglichen Sicherheitslücken, da irgendwelche Daten mit der Datenbank, mit der API oder sowas abgehandelt werden, sondern nicht die reinen Daten, die einfach nur noch ausgegeben werden. Das heißt, wir müssen nicht auf die Aktualität großartig achten. Die Aktualität nur halt gegebenenfalls dann bei einer Major-Version oder sowas, wenn halt wirklich dann Joomla 3 zu Joomla 4 wird und da halt wieder irgendwas anders heißt. Das ist aber das Einzige. Ansonsten machen wir das einmal und es läuft. So. Das ist schon mal ganz nett. Dann gibt es auch noch eine Steigerung des Ganzen. Das sind die sogenannten alternativen Layouts. Hat den Begriff schon mal jemand gehört? Zumindest ein paar. So, dann hört ihr jetzt davon. Und zwar ist es prinzipiell das gleiche wie ein Override. Es liegt am gleichen Speicherort. Allerdings ist es nicht die Default-Ansicht. Also wir haben jetzt gerade gesehen, Default-PHP, das ist im Prinzip die Datei, die einfach pauschal von Joomla genommen wird, wenn sonst nichts anderes eingestellt ist. Der Vorteil bei Overrides ist jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt das Login-Form,
Wir haben jetzt eine Startseite, wie man es kennt von so Portalen. Da habe ich jetzt das Login-Form einfach prägnant groß in der herkömmlichen Ansicht stehen. Will das es aber auf den anderen Seiten nicht haben, weil es mir Platz wegnimmt. Und ich will es durch diese Modalbox und diesen Button oben rechts ersetzen. Wenn man dann nur das Default-Template ändert, dann hat man ein Problem, weil man ja dann nur dieses eine hat. Bei den Alternative-Layouts kann man es dann wiederum so hingehen. Ich habe das hier schon mal dargestellt. Im Login-Form unter Advanced, also in den Moduleinstellungen, hat man diese Rubrik Alternative-Layouts. Und dort kann man halt entweder den Default oder dann halt die anderen Layouts, die man sich halt definiert, auswählen. Und somit kann man ein und dasselbe Modul mit anderen Layouts an verschiedenen Orten auf der Webseite einfach verwenden, ohne da jetzt nochmal ein extra Modul zu erstellen oder dergleichen. Das Ganze liegt, wie gesagt, im gleichen Ordner. Der einzigste Unterschied ist, wir sehen hier einmal die Default-PHP und Default-Logout-PHP in dem Fall und dann noch die zwei anderen, da habe ich einfach gerade nochmal kopiert, mit einem schönen riesengroßen Star-String, oder man kann einfach dem Ganzen seinen eigenen Namen geben, das hat man einfach ein anderer Name und in dem Fall wird dann dieser ein andere Name einfach hier in dieser Auswahlbox dargestellt. Man kann es auswählen an der Position, wo man es platziert hat und es funktioniert. So, wie gesagt, also nachher machen wir noch einen Workshop, da gehe ich auf das Ganze dann mal genauer ein, wie man es dann auch wirklich Schritt für Schritt macht. Ich will es hier einfach mal noch kurz Überblick geben über das Ganze, sozusagen die Theorie zur Praxis, und die Praxis kommt später. Dann gibt es noch eine dritte Variante von Overrides. Das sind die sogenannten Sprachoverrides. Was sind jetzt Sprachoverrides? Naja, es ist schon mal kein HTML-Override. Also es hat nichts mit den Overrides zu tun, die man bisher jetzt gesehen haben. Man braucht keine Kenntnisse zu programmieren, also wirklich gar keine. Und dient dazu, jede x-beliebige Key-Value-Text-Paar-Verbindung zu überschreiben. Das heißt, auf der Webseite haben wir sowas wie den Ausdruck Kategorie oder den Ausdruck Artikel oder Weiterlesen, wenn man zum Beispiel sowas hat. Diese Teile sind in Dateien wiederum in Joomla hinterlegt für jede Sprache. Da heißt jetzt, Weiterlesen ist dann mit diesem, ist dann halt die Value. Der Key ist sozusagen dann Content Read More, heißt das Ding. Die kann man überschreiben. Und diese Variante ist wirklich absolut updatesicher, weil es wird in einer extra Datei gespeichert und da geht nichts ran. Außer natürlich, es kommt ein Update und der Key ändert sich, aber das passiert nicht wirklich oft. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, da wird eher ein neuer Key generiert und der alte verschwindet einfach irgendwann mal. So. Das Ganze habe ich mal kurz nur einen Screenshot gemacht, zeigt das nachher noch live. Das heißt, wir haben im Backend eine Oberfläche unter Languages, ganz normal Extension Languages, dann gibt es da einen Bereich Create New Override. Da gibt man ganz einfach, hier hat man so eine Searchbox, da kann man jetzt entweder eine Konstante, kann man hier auswählen, Konstant oder Value, kann hier nach irgendwas suchen, dann bringt Joomla hier unten die Vorschläge, was es gefunden hat, dann kann man das ganz einfach anklicken, dann wird vollautomatisch erstmal dieses Formular hier ausgefüllt und dann kann man hier im Text einfach sagen, ich will diesen Text nicht, ist in diesem Fall. Ja? Die Overrides sind im Joomla-Core drin. Das bietet Joomla alles selber. Das ist das Admin-Bereich von deiner ganz normalen unter Erweiterungen Languages. Da kannst du ja deine Languages auswählen und sowas und da gibt es einen Bereich Overrides. Genau.
aber ich zeige es nachher noch ganz genau. So, ich will euch jetzt erstmal nur den Mund schmackhaft machen. So, was passiert mit dem ganzen Ding? Das wird nicht in der Datenbank oder sonst irgendwo gespeichert, sondern es wird einfach eine neue Datei erstellt, vollautomatisch, ab dem ersten Punkt, wo einmal gespeichert gedrückt wurde. Und dann wird einfach, kann man das sehen? So, unter Languages, in dem Fall pauschal Overrides, wird eine neue Datei eingestellt. Also wenn es jetzt zum Beispiel Deutsch oder Englisch oder sonst irgendwas ist, wird hier jeweils vorne dran die Language-Abkürzung, dieser Language-Code genommen, .override.ini. Und darin wird einfach dieser Key und der Value abgespeichert. Und dann macht es Joomla wie bei den anderen Overrides. Joomla guckt zuerst in dieser Datei, ob es diesen Key findet. Und erst wenn es da keinen von den Keys, die er gerade sucht, findet, geht er in die Originaldateien rein und nimmt sich's von dort. Das heißt, wenn man jetzt wirklich mal irgendwie, ist zwar unwahrscheinlich, 50 Textbausteine auf der Webseite ändern will, weil es einem einfach gar nicht passt, dann hat man natürlich auf der Admin-Oberfläche etwas zu tun, da jeden Einzelnen zu suchen und einzutragen. Wenn man sich das dann halt mal anguckt, kann man es auch relativ flott dann so eintragen, wenn man es möchte. Aber das über die Admin-Oberfläche ist natürlich schöner. So. Warum sind Overrides toll? Die große Frage, warum soll ich mir das antun, da im Template HTML-Ordner irgendwelche Overrides reinzulegen, wenn ich mir doch einfach ins JD gehen kann und irgendeine Erweiterung runterladen und die installieren? Einfacher Grund. Es ist eben keine zusätzliche Erweiterung. Man sagt so schön, umso weniger Erweiterungen man installiert hat in eine Joomla-Installation, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Sicherheitslücke. Das ist einfach so. Und der Override ist ja da nur darstellende Sachen, Daten, die ihm gegeben werden, ausgibt, kann da nichts passieren. Außer jemand schreibt eine ganz, ganz böse PHP-Datei, aber die muss er auch erstmal auf den Webserver draufkriegen. Und wenn er das schafft, dann ist eh alles zu spät. Man hat keinen unnötigen Overhead dabei. Wer kennt es nicht? Gut, ich weiß es selber. Dann bringt Kunena ein Login-Formular mit, dann bringt Community Builder ein Login-Formular, dann bringt Joomla ein eigenes Login-Modul mit, etc. pp. Das heißt, ich habe dann drei Login-Formulare oder Module auf der Webseite oder installiert auf jeden Fall, die dann nicht mehr gleich aussehen, nicht das gleiche tun und ich sie erst recht nicht irgendwie zusammenmergen kann, weil ich gern alle Funktionen hätte von denen. So. Update-sicher in dem Fall, dass ich habe extra innerhalb Major gesagt, weil absolut update-sicher, das traue ich mir mittlerweile nicht mehr zu sagen, sonst kommt wieder einer daher und klopft mir auf die Finger. Das ist bestimmt nicht so, das glaube ich dir nicht. Deswegen innerhalb Major, das heißt innerhalb der Major, das heißt innerhalb der 3er-Version, danach kommen die 4er-Version, da kann sich natürlich vielleicht was ändern, weil Major-Versionen sind natürlich grundsätzlich dafür da, zu zeigen, es ist nicht mehr backwards-kompatibel. Aber innerhalb von einer Major-Variante sollte das eigentlich, wenn man richtig programmiert und das richtig macht, keine Probleme auftreten, man macht das einmal und es ist fertig. Man muss keine Erweiterung updaten etc. Und falls dann halt doch mal ein Major-Update kommt, ich kenne es aus der Laufbahn zu gut, das eine Modul oder die eine Komponente hat keine Lust auf die neue Major-Variante hochzugehen, weil sie noch warten will, ob sich's etabliert oder sicher ist oder sonst irgendwas. Man sitzt selber da und sagt, ja gut, wenn ich aber die andere Erweiterung haben will, dann brauche ich aber das neuere Joomla und dann habe ich aber die Erweiterung nicht mehr, dann muss ich meine neue suchen. Bei den Overrides geht man her und guckt sich dann halt, entweder jemand hat hier das Update schon gemacht oder man guckt einfach hin, was das Joomla Error Managing da ausgibt, was er meckert. Und dann ändert man das halt und dann ist die Sache halt auch wieder gut, wenn es halt die Variable nicht mehr gibt oder die Variable ist halt vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man da dann den Begriff
Variable XY existiert nicht mehr, dann wird man bestimmt gleich 10.000 Forenbeiträge finden und dann hat man das auch gleich geregelt. Man kann seine freie Kreativität walten lassen. Wenn man eine Erweiterung wiederum runterlädt, dann ist man wiederum gebunden eigentlich an das Design, was der Entwickler für die Erweiterung gegeben hat, also für das Modul. Wenn man sich selber ein Override macht, kann man sagen, okay, ich will das genau so haben und wenn ich das nächste Mal ein Update von der Erweiterung mache, dann ist es nicht überschrieben, sondern es ist immer noch so. Und ich muss es nicht nochmal machen. Und es ist einfach minimaler Aufwand. Das ist prinzipiell, es ist Originaldatei kopieren, in den Ordner reinlegen, das ändern, was man will und gut ist. Das sind ja oft einfach Kleinigkeiten, dass man es halt einfach die Liste zu nah so nebeneinander stehend oder aus links Buttons machen will oder dergleichen. So. Dann übergebe ich jetzt erstmal noch kurz an Viviana wieder, um das Projekt JOVA, was wir auf der ersten Folie gesehen haben, erstmal generell vorzustellen. Und danach komme ich wieder zu euch und zeige euch die Overrides im Detail. So. Ja, dann erzähle ich euch ein bisschen von unserem Projekt JOVA. Das haben wir erst dieses Jahr im April angefangen. Ich wollte ein bisschen zuerst die Inspiration zu dem Projekt mal erklären. Das sind Sachen, die ich letztes Jahr in den Joomla Day in Köln gelernt habe. Das war ein Vortrag von David. Der hat diesen Override gehabt oder sowas ähnliches. Das ist den Modul Article Latest umgewandelt in einen Veranstaltungskalender. Ganz einfach. Und ich fand es klasse, dann habe ich es dann für mich, für eine Webseite, die ich dann habe, angepasst. Also den Override an sich, das ist hier den Code, weiß nicht, ob man das gut lesen kann, das ist den Code von den Mod Artikel Latest. Normalerweise ist hier ein UL, wir haben es umgewandelt in ein DT und DD. Haben wir das Datum dazu geschrieben, sodass es dann hier erscheint. Und ich habe dazu noch einen kleinen Icon hinzugefügt. Und dann habe ich einen ganz einfachen Eventkalender mit ganz normalen Joomla-Beiträgen. Ich brauche da keine Komponente dafür. So, die Idee fand ich ganz toll. Da ist ein Link zu dem Vortrag von David letztes Jahr. Dazu habe ich einen Blog dann geschrieben. Und hinterher habe ich dann das Gleiche nochmal auf Spanisch für das Joomla-Magazin dann aufbereitet. Eine andere Sache, die ich dann bei David gesehen habe, es hat mir so ein richtiges Licht angemacht. Ich habe einen Kunde, die haben Konferenzen regelmäßig und die wollten immer im Titel von dem Beitrag das hier haben. Das TH oder ND oder was auch immer von dem Kongress hochgestellt haben. Das geht in Joomla nicht. Ich kann im Titel von einem Beitrag nicht sagen, das ist jetzt hochgestellt oder ist fett oder irgendwas anderes machen. Und David hat es in einem ganz anderen Zusammenhang, hat einen Code eingefügt in ein Override, wo er so Sachen hier macht. Der sucht sich das, wenn das vorkommt, dann gib mir was anderes aus. Und dann habe ich es dann für mich geändert und dann schreibe ich jetzt, wenn ich dann so einen Beitrag habe, wo das TH hochgestellt werden soll, schreibe ich zwischen zweimal Pipes. Und dann in mein Override von dem Beitrag gucke ich, kommt diesen Pipe, dann teile ich das ganze Titel in Teile und stelle das, was zwischen den Pipes ist, in Sub. Und dann habe ich meinen Titel hochgestellt. So. Das Problem an der Sache war, das musste ich dann in verschiedenen Stellen dann machen, weil ein Titel kommt dann woanders vor, nicht nur in einem Beitrag, sondern Blog-Layout, in, keine Ahnung, verschiedenen Stellen. Das wird dann kompliziert zu halten. Also mittlerweile habe ich ein Plugin dann geschrieben. Dann ist das dann weg. Aber
das die Idee war, ich kann mit einem Override viel mehr machen als nur eine Kleinigkeit. Ich kann meinen eigenen Code dann reinbringen und was ganz anderes darstellen. So, und dann war noch ein Vortrag von Sven. Der hatte die Idee, so eine Plattform zu machen, wo die Community dann die Overrides miteinander teilt. Wenn man sich so ein Login-Override gemacht hat, dann stellt man es der Community zur Verfügung, dass der Nächste so auf die Idee kommt, ich brauche so ein Modalfenster-Login, suche erstmal da und sage, ah, das gibt es dann schon, muss ich noch mal, nicht nochmal erfinden. Ja, blieb es dann dabei, also wir haben kurz miteinander gesprochen letztes Jahr und ja, irgendwann im April kam dann in Facebook von den Tony Gerns die Frage, ah, da gab es mal so einen Vortrag von David, irgendwas über Overrides, gibt es schon eine Plattform, wo man Overrides teilen kann? Und ja, ich war in den Vorträgen, ich fand es gut, ist eine gute Idee. Und dann sage ich, hast du Interesse, dass wir sowas machen? Also, lass uns machen. Dann haben wir im April, 1. April, haben den ersten Kontakt gemacht und am 16. April haben wir die Webseite online gehabt. So ganz einfach ging es nicht, aber das erzähle ich noch. Es lief ganz gut, also die Resonanz bei der Community war sehr gut. Und so haben wir Ende des Monats SiteGround als Sponsor gewinnen können. Also wir haben die Webseite bei SiteGround gehostet, kostenlos. Und dann kam von der Community auch, wir verstehen aber kein Deutsch. Könnt ihr es nicht in eine andere Sprache machen? Und dann haben wir angefangen, die Sachen auf Englisch erstmal zu übersetzen. Mittlerweile haben wir auch Spanisch im Angebot, bietet sich an. Ja, und dann kam es dann ganz überraschend, Ende Mai in den Jay & Beyond in Prag, haben wir den Jay Oskar als Innovation of the Year gekriegt. Und da waren wir ganz begeistert. So, dann haben wir noch zwei weitere Sponsoren mittlerweile gekriegt. Kubik Rubik ist bekannt als Viktor Vogel. Der hat uns so ein Key für seine Erweiterung dann gesponsert. So, wie haben wir dann mit dem Projekt angefangen? Also wir wollten, also die erste Idee war natürlich, wir arbeiten dann mit Joomla Core. Dann hatten wir das Problem, wie können wir das dann realisieren, dass man Code auf der, von den Overrides auf der Seite darstellt. Und wer sich mit Joomla ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß man, PHP-Code in einen Beitrag reinzuschreiben, ist nicht gerade einfach. Und das waren so unsere ersten Probleme. Und er sagt, komm, dann lass uns ein CK nehmen, können wir es dann besser handeln. War nicht so die beste Idee, aber wir wollten es schnell haben. Und dann haben wir zugenommen. Haben wir uns eine eigene Applikation gebaut und dann haben wir ganz schnell dann die Overrides mit dem Code, PHP und CSS-Dateien dann darstellen können. Und dann haben wir festgestellt, in Prag, da hat der Alexander Schmidt versucht dann auf unserer Seite ein Override einzureichen und es ging nicht. Aus irgendeinem Grund, haben wir nicht richtig rausgefunden, hing dann das Einreichen an eine Stelle, konnte man nicht weitermachen. Und das andere Problem, was wir hatten, war die Mehrsprachigkeit. So bietet keine Mehrsprachigkeit. Also entweder muss man sich eine Applikation für jede Sprache machen, was kompliziert ist, oder wie wir das dann teilweise gelöst haben, haben wir uns von Zoolenders den Zoolingual genommen, das ist ein extra Plugin. Das Problem ist, man muss dann in der Applikation, die man von Zoo gemacht hat, jedes einzelne Feld für jede Sprache nochmal definieren. Bei drei Sprachen geht es noch. Wenn wir mehr dazu nehmen würden, das ist unmöglich. Das ist sehr aufwendig. Und ja, dann haben wir gesagt, dann muss da was Neues her. Und schon in Prag, da habe ich mich mit Alexander Schmidt dann lange zusammengesetzt und haben gesagt, das könnten wir eigentlich doch alles mit Joomla Core machen. Dann haben wir gleich ein Override gemacht, natürlich.
Und als wir es aber bei uns getestet haben, hat es nicht funktioniert, weil unsere Template war mit Bootstrap 3 gemacht. Und das Einreichen von Beiträgen in Joomla ist nicht kompatibel mit Bootstrap 3. Es funktioniert nur mit Bootstrap 2 und dem entsprechenden jQuery. Ja, und dann mussten wir das Ganze, die ganze Webseite neu gestalten. Und da hat der Toni den Helix 3 Framework genommen. Und da haben wir das Einreichen von Beiträgen von Joomla dann hingekriegt. Das funktioniert. Also man muss sich zuerst auf der Webseite registrieren als Benutzer, natürlich mit Joomla Core. Das Einzige, was wir dazu genommen haben, ist den Plugin CM Avatar, damit man ein Bild von sich als Entwickler hochladen kann bei der Registrierung. Dann haben wir noch ein Plugin von Viktor Vogel für den Autoren darstellen unter dem Beitrag oder unter dem Override. Wie gesagt, das Beitrag einreichen als sich ist Joomla Core mit ein paar, also als Override. Da haben wir zum Beispiel den Link A von den Beiträgen umbenannt mit einem Sprachoveride. Und das nennt sich jetzt GIS Code, glaube ich. Und wir verwalten den Code, was den Override ausmacht, über GIST. GIST ist ein Teil von GitHub, wo man nur so kleine Snippets von Codes, also nicht ein Repository an sich, sondern ganz kleine Codes-Teile hochladen kann. Und diesen Link von GIST kann man da bei uns in den Einreichen von den Override reinbringen, reinkopieren. Und dann wird der Code automatisch von GIST rausgeholt und bei uns sauber dargestellt. Da brauchen wir kein Plugin in Joomla, der PHP-Code darstellt, sondern es funktioniert alles direkt von GIST. Und die Mehrsprachigkeit haben wir auch mit Joomla Core gelöst. Also wir duplizieren oder triplizieren die Beiträge in den entsprechenden Sprachen und funktioniert alles ganz gut, hoffen wir. So, sind noch Fragen? Danke. Gut, dann erstmal danke. Du tragst vielleicht gerade vor, wieder, oder? Sieht das aus? So. Da sind wir doch recht flott durchgekommen, durch die Folien. Ihr habt ja in den Folien zum Teil ein paar Links gesehen, wo entweder ich oder Viviana verlinkt haben. Die Folien werden wir online stellen, weil die ganzen Folien sind nämlich auch nur eine HTML-Seite, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. HTML mit CSS3 funktioniert wunderbar. Ganze Spaß heißt impress.js. Das heißt, wir werden es dann einfach auf unserer Webseite JOver dann halt einfach verlinken. Dann könnt ihr selber durchgehen, wie wir jetzt hier gerade. Auch die tolle Übersicht von der ganzen Ding. Und dann halt natürlich auch einfach die Links anklicken, die wir drin haben. Ich wollte es gerade nochmal kurz darauf hinweisen, das ist die URL. Da findet ihr uns. Das ist jover.de. Stehe ich im Weg? Da bin ich natürlich gut positioniert, genau hinter meinem Kopf. Genau. Also das Projekt läuft jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr. David kam dann irgendwann zu mir und meinte so, du, da ist eine Webseite, die machen da was. War das eigentlich nicht eigentlich dein Thema? Ich meinte so, ja, war eigentlich. Okay, jetzt bin ich dabei. Aber es ist wunderbar, dass einfach aus einer Idee, die man mal auf einem Joomla-Tag einfach mal preisgegeben hat, danach hatte ich halt wegen Diplomarbeit, Jobsuche etc. einfach nicht mehr weitergemacht, aber es hat gewirkt, es hat sich verselbstständigt und ich finde es schön, dass es mittlerweile, dass es die Seite ist erstmal, mittlerweile so weit gekommen ist, dass wir 17 Overrides schon drauf haben, 30 Benutzer, davon 7 Entwickler und das Ganze soll
weiterwachsen. Wir haben Pläne im Hintergrund, eine Roadmap von Sachen, die wir erreichen wollen, wie das Ganze noch mit GitHub zu verknüpfen, dass da Leute über GitHub sich die Overrides einspielen können oder holen können und die direkt mit der Webseite synchron sind und Auswahlmöglichkeiten von mehreren Overrides, wo sich die Leute dann selber runterladen können. Nicht nur einzeln, so wie jetzt. Ich zeige das gerade mal kurz. Wenn man es hier sieht, man schon, haben wir ein paar schöne. Da ist der Eventkalender. Ich will nicht das Bild. Ich will den Override. Vorführeffekt. Steht dann hier schöne Bezeichnung, also Beschreibung, Autor des Ganzen, auch um gegebenenfalls Fragen zu stellen, dann ein Bild, wie das Ganze aussehen soll, wann es erstellt wurde, wann es bearbeitet wurde. Dann ein Download an sich, da kommt dann ein ZIP-File wahrscheinlich. Dann der GIS-Code unten dran von der PHP-Datei. Wenn es natürlich noch CSS nötig ist, dann halt noch, auch noch Folgen der Dateien. Und dann unten halt normalen Social-Media-Sachen von wegen so, hey Leute, ich habe hier was ganz Tolles gefunden. Wollt ihr das nicht mal auch ausprobieren? So, ja. Das ist mal so eine Übersicht. Das soll dann voll synchron sein. Vielleicht sogar auch so, dass man sagen kann, okay, ich will jetzt den Override, ich möchte jetzt einen Download machen. Dann tue ich das einfach in den ganz normalen Joomla-Installer reinkloppen und dann liegt es halt einfach in meinem Template, das ich gerade aktiviert habe, drin. Lauter so Sachen schwirren uns im Kopf rum und wir wollen das eigentlich auch alles umsetzen. Sind auch immer wieder gern zugegen, wenn Leute Overrides einreichen wollen oder am Projekt einfach generell mitmachen wollen, eine Idee haben, etc. Einfach bei uns melden. Wir haben hier so ein schönes Kontaktformular, oder wo ihr uns anschreiben könnt. Man kennt es so schön, wunderbar. Mittlerweile sogar mit Captcha, da es irgendwie komische E-Mails kamen. Ja, genau. Und hier werdet ihr dann auch dann irgendwo, ich weiß noch nicht wo, dann den Link einfach zu der Präsentation hier finden. Dann könnt ihr es euch nochmal selber angucken. Oder dann natürlich halt das Video, was dann im Netz stehen wird. So, dann mache ich jetzt aber mal weiter in der ganzen Geschichte. Wir wollen ja jetzt Overrides erstellen, verwenden, benutzen, einstellen. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal bei den generellen Overrides an. Ich gehe jetzt auch mal einfach mal auf die Startseite, weil ich bin bestimmt wieder ausgeloggt worden. Da gibt es doch bestimmt auch ein Plugin für. So, das heißt, wir wollen einen Override haben. Jetzt lassen wir mal kurz JOver außen vor. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass dieses Override, das wir haben wollen, noch nicht existiert. Wir müssen es uns selber machen oder wollen es uns selber machen. Dann gehen wir jetzt einfach daher. Hier oben haben wir unsere Extensions. Ist es eigentlich gut lesbar? Auch da hinten. Nicht, dass links fehlt ein bisschen. Naja, ihr seid ja Profis oder ihr wisst ja, was da steht. Es kann ja mal einer hochklettern und den Beamer ein bisschen rüberdrehen. So, wir haben hier die Extensions. Darunter haben wir unsere Templates liegen. Gehen wir mal in unsere Templates rein. Dann nicht auf das Template hier klicken, sondern links auf der Seite haben wir nochmal Styles und darunter Templates. Da bitte drauf. Dann wählen wir hier unseren Protostar aus. Den nehmen wir jetzt mal als Referenz. Dann haben wir hier einmal unseren Dokumentenbaum, sage ich es mal, von den ganzen Inhalten, die in diesem Template drin sind. Und dann ist hier oben schon wunderbar zu sehen ein Tab, der heißt Create Overrides. So, jetzt haben wir hier eine wunderbare Liste von Modules, Components, Layouts, schön aufgelistet. Hier ist jetzt, da es eine Standard-Joomla-Installation ist, die Joomla-Teile. Aber
jede Erweiterung, jedes Modul, na gut, Plugins sind da jetzt nicht drin, Modul, Komponente etc., dass ihr installiert und dass sich halt auch an dieses MVC, also Pattern haltet, was normalerweise mittlerweile jede Erweiterung tun sollte, wird hier erscheinen. Und in dem Fall, ihr könnt da halt dann einfach auf Content draufklicken. Dann habt ihr hier wiederum die einzelnen Teile. Wir verwenden jetzt mal weiterhin unser Mod Login. Das haben wir hier zu finden. Wenn ihr da jetzt einfach draufklickt, zack, leitet die Seite neu und sagt euch hier oben Message Override created in Templates Protostar HTML Mod Login. Das heißt, ihr müsst eigentlich prinzipiell gar nicht in dem Dateibaum rumhantieren. Ihr könnt das alles prinzipiell über die Admin-Seite machen. Wahrscheinlich war mein Kopf im Weg. Oder hat man es gesehen? Das ist irgendwie ein bisschen blöd irgendwie. Ja, ich bin... Haben wir zwar noch weniger Display-Oberfläche, wie wir eh schon haben, aber nun gut. Gut, dann machen wir es einfach nochmal. Wo haben wir es denn? Mod Login. Einmal hier. Da einmal draufklicken. Dann haben wir hier oben die Nachricht. Override created. Successful created. The override. So, wo ist das Ding jetzt gelandet? Dann kann man es dann ganz einfach hierher gehen, in den Editor wieder. Dann hat man hier den wunderbaren Ordner HTML. Und da sieht man schon Mod Login. Und hier, ich habe es ein paar Mal drauf geklickt. So, das erste Mal, wenn man draufklickt, steht wirklich hier Default PHP und natürlich die Default Logout PHP, weil das Modul hat zwei Sachen, weil es ja eine andere Ansicht hat, ob man jetzt eingeloggt ist oder ob man ausgeloggt ist. So, wenn man dann ab dem zweiten Mal ist Joomla nicht dumm und überschreibt euch einen Override, sondern es setzt euch einfach einen Zeitstempel hinten dran. In dem Fall halt, ja, ihr seht, ich habe gestern damit angefangen und dann von heute halt zweimal, weil ich da erst zweimal draufgeklickt habe. Und hier unten zwei Stück, die ich jetzt halt einfach umbenannt habe. Wunderbar an dieser Stelle. Es ist aber die Frage, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ja, das ist ganz toll. Ich kann jetzt einfach hier auf eine der vielen Overrides klicken. Ich nehme es mal einfach ein anderer Name, PHP, und dann habe ich hier meinen kompletten Code und ich hoffe, den kriege ich jetzt irgendwie halbwegs, naja, das ist ja ganz toll. Ja, also prinzipiell habt ihr da den kompletten Code dann zu sehen und ihr könnt einfach direkt hier im Admin-Bereich eure Änderungen vollführen, die ihr haben wollt. Wir gehen jetzt einfach mal dahin und sagen, wo sind wir denn? Add-on, Icon, Has Tooltip, Title, JText, genau. Jetzt gehen wir einfach mal hier hin. Mod Login, Value, Username 2. Wir machen mal einfach banal. Ist ja egal, was man tut. Wir werden gleich eine Änderung sehen dann. Dann könnt ihr hier oben auf Speichern klicken und dann ist auch der Override schon gespeichert. Wenn ihr es natürlich Default habt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser ein anderer Name erscheint dann in diesen Übersicht, diesen alternativen Layouts, wo man auswählen kann. Wenn man auf Create Override ja drückt, hier drüben bei den Overrides, dann wird ja Default PHP genommen. Und das ist natürlich noch das Problem, wenn ich jetzt Default PHP habe und ich will aber zwei Layouts haben, muss ich das Ding ja irgendwie umbenennen. Das kann man sogar auch vom Admin-Menü machen. Da hat man hier oben rechts, der ist jetzt dafür jetzt dann rechts fast aus dem Bild raus, ein Button, der heißt Rename-File. Den kann man dann dazu verwenden, das File einfach umzubenennen. Kriegt man hier den tollen Übersicht, das heißt so und so, New File Name, Default.php. Allerdings sollte man dann aufpassen, wenn man dann noch eine zweite Datei hat,
die muss man auf jeden Fall auch umbenennen. Auch wenn man darin jetzt nichts ändert, aber sonst habe ich schon das Problem gehabt, dass dann schon mal manchmal ein bisschen durchdreht. Weil es dann natürlich nach diesem ein anderer Name unterstrich Logout sucht und sie einfach nicht findet. Aber weiß, dass da eigentlich ein Override sein soll. Deswegen muss man dann hier natürlich auch dieses Default dann durch den ihm gegebenen Namen ersetzen, aber man sollte nicht das Unterstrich Logout.php oder halt das ohne PHP, sondern das Unterstrich Logout oder was halt sonst noch hinten dran steht, vergessen, weil sonst kann es auch zu leichten Problemen führen. So. Jetzt haben wir hier. Nee, das .php nicht. Nur den Namen komplett und das Default halt ersetzen zu dem, was man haben will. Und das, was halt hinten hinter dem Unterstrich halt steht, das muss man halt noch anflanschen. Das macht er halt nicht automatisch, sondern da muss man selber dran denken, dass man das halt noch hinten dran schreiben soll oder muss. So. Jetzt haben wir diesen Override erstellt und geändert. Das ist ganz toll. Das machen wir hier mal auf Save und Close. Wir wollen das natürlich noch verwenden. So. Das passiert natürlich nicht mehr im Template, sondern dazu müssen wir dann natürlich zum eigentlichen Modul gehen, in dem wir das verwenden wollen. Das heißt, wir gehen hier oben wieder auf Extensions. Dann haben wir hier Modules. So, dann haben wir hier noch unser Login-Form. Versuche ich es aber mal noch richtig hinzukriegen hier. Ich gehe jetzt hier hin. Mache das Fenster an sich kleiner. Das würde ich alles drauf haben. Da kann ich wieder ein bisschen breiter werden. So, genau. So, jetzt haben wir hier unser Login-Form. Wir gehen nochmal kurz auf die Übersichtsseite. Hier haben wir unser Login-Form, wo alles schön drin steht. Dann haben wir hier im Modul selber haben wir den Menüpunkt Advanced. Und in diesem Advanced-Bereich haben wir hier oben alternative Layouts. Und hier in diesem tollen Dropdown erscheinen jetzt natürlich all unsere Overrides, die wir erstellt haben. Das heißt, einmal das Default ist das Default natürlich an sich. Das heißt, Joomla nimmt die Default.php, die in dem Template-Ordner drin liegt. Den muss man nicht extra auswählen. Der wird einfach, wenn man nur das ändern will, wird er genommen. Wenn man aber den Namen ändert und man will dieses andere Layout verwenden, dann muss man im Prinzip hier reingehen und hat dann hier die Übersicht. Hier haben wir im Prinzip jetzt Protostar-Template. Wenn wir jetzt noch Overrides in anderen Templates drin hätten, würden die auch alle in diesem Dropdown drin sein. Das heißt, ihr könnt von jedem x-beliebigen Template, wo der Override drin liegt, den Override halt das Layout auswählen und anzeigen lassen. Ob das natürlich dann wunderbar aussieht, wenn ihr von einem anderen Template den Override nimmt und ein anderes Template verwendet, das ist natürlich in Stern geschrieben. Also das kann funktionieren, muss aber nicht. So, in diesem Fall haben wir jetzt gerade eine Änderung in ein anderer Name gemacht. Ihr seht schon, hier wird auch ohne PHP und ohne Logout, sondern nur der reine Name genannt und dieser Name wird auch nachher von Joomla dann halt verwendet, um die Dateien zu finden. Deswegen muss man halt darauf achten, dass man das richtig benannt. Dann drücken wir jetzt hier einfach mal ganz. Hey, müsst ihr mich jetzt ärgern? Was willst du jetzt eigentlich gerade? Der Vorführeffekt oder was? Was ist denn jetzt los? Können wir auch machen. Ja, ich habe jetzt eh gerade ein Problem. Dann machen wir halt jetzt hier mal kurz einen Break.
So, gut, da wir jetzt eine kleine Unterbrechung hatten, frage ich jetzt einfach mal in der Runde, wer war in der vorherigen Session jetzt nicht dabei? Ui. Okay, dann entschuldige ich mich mal bei den Leuten, die gerade vorhin dabei waren, weil dann muss ich halt nochmal von vorne anfangen. Okay, gut. Prinzipiell, wir reden jetzt hier, es ist der Workshop für Joomla Overrides im Allgemeinen. Ich zeige euch jetzt hier, wie Joomla Overrides funktionieren, was ihr tun könnt, müsst, um das zu verwenden. In der vorherigen Session haben wir allgemein über Overrides geredet, die Theorie zu dem Ganzen und das Projekt JOver vorgestellt. Das heißt, die Folien werdet ihr dann auch noch auf jover.de finden. Da kommen wir nämlich her. Das ist die URL für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Dürft ihr euch merken, da wird es die Folien dann geben, dann könnt ihr es euch nochmal nachschauen. Anschauen oder dann halt das Video von der letzten Session. So, dann machen wir jetzt aber hier mit dem Workshop weiter beziehungsweise beginnen. Das heißt, wir wollen einen Override machen. Wir fangen mit dem normalen Override an. Das heißt, ich habe jetzt hier die mobile Ansicht, leider Gottes oder auch gut. Das macht halt die Auflösung. Unter Extensions, Templates, dann haben wir hier, diese Box ist normalerweise auf der linken Seite in einer normalen Ansicht. Das heißt, hier gehen wir auf Templates. Dann wählen wir das Template aus, in dem wir das Override machen wollen. Das heißt, in dem Fall Protostar. Dann sehen wir hier erstmal den Dateibaum unseres Templates. Und hier oben haben wir dann den Button Create Overrides, wo wir dann unsere ganzen Overrides erstellen können. Das heißt, wir müssen nicht von Hand irgendwas rumkopieren oder sonst irgendwas, sondern das können wir schön aus dem Backend heraus machen. Wir haben jetzt hier zuerst die Module aufgelistet. Ich stehe bestimmt wieder im Weg. Die Module aufgelistet, die Components aufgelistet. Da könnt ihr hier auf diesen Ordner klicken. Okay, da ist es natürlich wunderbar viel drin. Auf diesen Ordner klicken, dann seht ihr alle Views dieser einzelnen Komponente, könnt ihr einzeln kopieren und overwriten und hier unten dann nochmal Layouts. Das heißt, in dieser Liste wird jede Erweiterung, die MVC unterstützt, aufgelistet, auch wenn sie nicht von Joomla ist, sondern von irgendeinem Drittanbieter. So, er muss sich nur an MVC und somit eine ordentliche Joomla-Erweiterung geschrieben haben. Dann klicke ich halt nochmal drauf. Wenn ihr dann ja eine View ausgewählt habt, sei es von der Komponente oder von dem Modul, könnt ihr hier direkt auf den Namen draufklicken. Das war jetzt vom Login. Dann kriegt ihr hier oben die Message: Override created in Templates Protostar HTML Mod Login. Successfully created. Somit ist das Ganze dann hier im Editor wiederzufinden unter dem Ordner HTML. Und wiederum unter dem Ordner HTML, ich scroll mal ein bisschen hoch, so, unter dem Ordner Mod Login. Ihr seht, wir waren fleißig. Wenn man das erste Mal auf den Link draufklickt, um es zu kreieren, wird Default PHP genommen. Alles danach wird mit einem Zeitstempel versehen. Oder ihr könnt die Dateien auch umbenennen zu einem anderen Namen. So, nehmen wir jetzt gerade mal die hier. Da habt ihr, wo ist denn der jetzt hingerutscht? Da ist er. Habt ihr hier einen Button, Rename File. Damit könnt ihr dann die Datei umbenennen. Wenn ihr, wie jetzt in diesem Fall, klickt mal kurz drauf, kriegt ihr dann das Ding. Und dann steht hier halt, wie sie bisher heißt. Und dann könnt ihr hier einfach einen neuen Namen eintippen, ein zweiter neuer Name, etc. pp. Das wollen wir jetzt aber gerade mal nicht machen. Wenn, wie in dem Fall von dem Mod-Login, es mehrere Dateien gibt, die das Modul oder die Komponente oder dergleichen brauchen für diese Ansicht,
dem Fall ist es ja so, dass Modlogin hat eine andere Ansicht, ob man eingeloggt ist oder ausgeloggt ist. Das ist auch unterschieden in Dateien. Gibt es hier noch die Default-Logout.php. Wenn ihr dann die Datei umbenennt, ihr seht es hier, ein anderer Name.php, muss die zweite Datei natürlich auch ein anderer Name -logout.php heißen. So. Jetzt wollen wir mal eine Änderung daran machen. Diese ein anderer Name.php ist bisher einfach nur kopiert. Da ist noch nichts dran geändert und gar nichts. Da gehen wir jetzt einfach mal hier runter dann. Dann wird hier der Code geladen dieser Datei. Das heißt, ihr könnt einfach direkt aus dem Admin-Menü, aus dem Admin-Panel heraus den Code von dem Modul, der Komponente, von dem View an sich einfach ändern. Das ist normalerweise nebeneinander. Wegen der geringen Auflösung ist es jetzt hier dank Responsive Design nach unten gerutscht. Das kann man nicht, nee, kann man nicht. So, jetzt gehen wir einfach mal hin und ändern irgendwas. Ich mache es einfach mal ganz trivial, damit wir einfach eine Änderung sehen. Ich schreibe jetzt hier vor das ganz normale Formular einfach. Hallo, hier, da. So. Dann gehe ich hier hoch und speichere das Ganze, mache Save and Close in dem Fall. Mache hier nochmal Close. So, jetzt ist das die View, der Layout, geändert. Jetzt muss man den natürlich noch einstellen. So, dazu gehen wir wieder unter die Extensions. Es war ja prinzipiell jetzt das Modlogin. Somit müssen wir das unter Module suchen. Und Module haben wir dann schon hier sehen, Login-Form. Das ist ja unser Ding. So, gehen wir da drauf. Da haben wir die ganz normale Ansicht, wo man im Posttext, Prätext, bla, etc. pp. eintragen können. Menüs Assignment, Modul vermischen und ganz wichtig hier hinten das immer wieder übersehene Advanced. In diesem Advanced gibt es nochmal so ganz tolle Advanced Features. Zudem auch alternative Layouts. So, alternative Layouts seht ihr jetzt hier schon. Ich habe nochmal drauf gedrückt. Es gibt nochmal ein neues Override von dem Modlogin. Wenn die Datei nur default.php heißt, dann ist es einfach hier from module default, damit einfach das, die default.php, die halt einfach in einem Template liegt, genommen. Wenn ihr es umbenennt oder ihr einen Zeitstempel hinten dran habt, wie jetzt hier, könnt ihr das explizit hier auswählen. Das hat den Vorteil, ich bringe das Beispiel jetzt einfach von gerade vorhin nochmal, wenn ihr jetzt eine Portalseite habt, auf der ersten Seite habt ihr jetzt das Modul zum Login, ganz groß prägnant, wie immer, wie man es kennt. Und auf den anderen Seiten wollt ihr euch den Platz sparen und wollt einfach nur einen Link mit dem Begriff anmelden und dann soll halt ein Modalbox zum Beispiel aufgehen. Dann somit wollt ihr ja zwei Ansichten von einem und demselben Modul. Daher könnt ihr ja nicht einfach die Default überschreiben, weil wenn die Default überschrieben ist, dann ist es immer so. Wenn ihr verschiedene Layouts haben wollt, umbenennen, dann könnt ihr das hier in den Einstellungen explizit anwählen. Dann wieder hier auf Speichern klicken. Zack, das Modul war ja schon veröffentlicht. Das heißt, hier vorne haben wir es noch so, wie es da ist. Und wenn ich jetzt hier neu lade, habt ihr hier diesen schönen Begriff, hallo ihr da. Das war's schon. Das ist die einfache, simple Methode, eine Struktur oder sowas zu ändern, um etwas einzufügen, was man da gerne drin hätte. Es ist natürlich trivial mit dem Hallo ihr da, das hätte man jetzt auch in den Prätext oder sowas schreiben können. Aber das kann man ja so weit drehen, wie man möchte. So, wenn ich jetzt hier nochmal, machen wir mal hier Close, probieren wir vielleicht nochmal was anderes aus, gehen wieder in die Extensions, in das Templates, gehen hier auf Templates, wie wir gerade eben schon waren, Protostar, HTML, Modlogin, ein anderer Name.php. Dann suchen wir uns jetzt mal den Log
Login-Button, wenn ich gerade finde. Mod Login. War Login Secret. I can help. Echo, J Global Secret, Key Help. Das ist. Nein. Okay, mach mal etwas anderes. Secret Key Help. Ja, wo ist denn das? Ach, da ist Two-Factor. Ich bin viel zu weit unten. Sagt mir das doch jemand. Mensch, das kann ja da unten nicht sein. Da sind wir schon bei der Two-Factor-Authentication gewesen. Gab es übrigens auch eine Session heute dazu. Eine Keynote sogar. Uff. Ach komm, was haben wir denn hier? Prätext, genau. Hier haben wir den Prätext. Machen wir den Prätext mal anstatt hier oben hin. Wo machen wir denn jetzt hin? Machen wir mal Steuerung X, machen wir den mal da raus. Und machen den Prätext mal ganz unten hin. So, Steuerung V. Speichern das Ganze. Save and close. Wird sich natürlich jetzt erstmal noch nichts ändern, weil es gibt ja keinen Prätext. Jetzt müssen wir erstmal noch einen Prätext kreieren. Oh ja, close. Extensions, Modules, Login Form mit dem Prätext. Jetzt schreiben wir hier. Prätext, speichern. So, wenn ich jetzt Glück habe, ist der Prätext jetzt hier unten und nicht oben, wie er eigentlich ist. Also um zu zeigen, man muss keine großen Codekenntnisse haben, wenn man sieht, Prätext, okay, ich will den jetzt rechts haben, ich will das Ding jetzt zweispaltig machen, ich mache da jetzt eine Tabelle draus oder sonst irgendwas, ist es alles möglich, einfach nur über den Override. Kann man einfach machen, einstellen und gut ist. Dazu gibt es zum Beispiel, es gibt glaube ich sogar einen auf unserer Webseite, da haben wir jetzt zum Beispiel, nein, es war linkert, da, Login with Buttons, das ist genau so ein Beispiel. Meine Session. So, hier seht ihr es, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das sind jetzt, der Anmelde-Button ist jetzt von unten nach rechts gewandert und nochmal nebendran hat man dann diese ganzen Passwort vergessen, Benutzername vergessen zur Startseite. Wer auch immer das so haben will, wer war es denn? Ach, das war Toni. Gut. Wenn man es mag, kann man es machen. So, prinzipiell kann man es hierher gehen, sagen, also auf unserer Seite dann, wenn man es nicht selber machen will, sondern auf unsere Seite geht und sagt, okay, guck mal, was da ist. Machen wir hier mal Download. Sollte der nicht funktionieren, Viviana? Hängt wie ist der Tod? Nein. Gibt es wieder Fingerklopfe? Machen wir es halt auf die Variante. So. Hier ist auch über GIST dann der komplette Code drin. Blöd ist, wir brauchen jetzt auch noch CSS dazu. Okay, machen wir es halt nicht. Okay, Vorführeffekt, ganz toll. Eigentlich wollte ich das einfach runterladen und hochschmeißen, um es euch zu zeigen. Ich habe mein eigenes WLAN. So. Tja, gut. Dann machen wir es halt doch nicht. Ich wollte euch jetzt was Schönes, ein Override von uns zeigen, aber wenn die Seite halt nicht funktioniert, dann haben wir halt Pech gehabt. Also ich mache die nicht, ne? Okay, gut. Das heißt, wie ihr schon gesehen habt, ihr könnt x-beliebig viele Overrides erstellen. Da gibt es absolut kein Maximum, wenn man es braucht. Es gibt aber nicht nur Module, sondern es gibt ja auch noch sowas wie
Komponenten. So. Da läuft es dann nochmal ein bisschen anders. Templates. Tiefes Schnaufen. Gibt es da eine Frage? Oder bin ich langweilig? Ja. Nee, das sind die kompletten Dateien eigentlich. Das sind ist ja genau. Also im Prinzip, wenn er von unserer Seite die Overrides runterladet, bekommt er ein ZIP. Dieses ZIP könnt ihr einfach empacken. Und dann einfach direkt in diese Template-HTML-Ordnerstruktur dann halt reinkopieren. Je nachdem, wie es der Entwickler gemacht hat, ist dann halt die Datei schon umbenannt und ihr habt ein anderes Layout oder es wird einfach nur die Default ersetzt und ihr müsst dann halt noch selber umbenennen im Backend, wie ihr es gerne hättet. Das hängt dann natürlich davon ab, wie es jemand einreicht. Ja. Das macht man nicht, ja, also man erstellt sich sozusagen ich gehe kurz rein. Extensions, Modules, erstellt man sich in dem Fall halt noch ein zweites Login-Feld und man kann ja dann im Login, also in dem Modul an sich, macht man dann diese Menü-Assignment, wo man dann auswählen kann auf der oder der Seite. Sagen wir hier Only Page Selected, dann kann man sich ja hier sagen, okay, nur auf der Home-Seite und dann halt hier sozusagen nur Default, das Speichern. Dann im Prinzip eine Kopie erstellen und dann halt genau die anderen Seiten, wo man haben will, auswählen und dann hier auf Modalbox gehen und abspeichern. Genau, das gesamte Modul an sich kopieren, aber dann halt über Menü-Assignment auswählen, auf welchen Seiten es wie aussehen soll und unter Advanced alternative Layouts dann auswählen, welches Layout es auf welchen Seiten dann haben soll. Ja? Das ist die, wie sagt man, Responsive-Anzeige. Geh mal ein bisschen breiter. Bei mir geht's nicht. Ich glaube, da muss sich nochmal jemand den Code angucken. Gerade nochmal fürs Video, es war jetzt gerade die Frage, ob diese Overrides dann auf unserer Seite auch getestet werden. Ja, wenn jemand einreichen will, kann er das tun über unsere Seite, reicht er das Override ein, danach bekommen wir eine Mail, dann wird es von uns getestet, je nach Zeit, wo halt jemand hat und erst, wenn es dann für gut befunden und fehlerfrei ist, dann wird es freigeschalten. So, wo war ich jetzt? Genau. Sonst noch Fragen, bevor ich weitermache? Nicht gerade? Okay. Workshop lebt von Fragen, also fragt ruhig. Ich rede nur so lange hier vorne, bis sich jemand meldet. Gut, dann habe ich noch einmal eine Frage. Und zwar, jetzt nicht bei den Modulen, sondern bei den Sprachen. Ich kann ja auch
Das würde noch kommen. Wir haben ja noch, ich habe noch ein bisschen Zeit. Nicht, dass ich die Zeit übersehe. Genau, ich wollte jetzt zuerst mal kurz zu den Komponenten kommen. Da haben wir auch unter Templates, Protostyle, ich mache das mal ein bisschen schneller hier. Hopp, rein mit dir. Create Overrides, haben wir ja auch diese Komponenten hier. Wie jetzt auch zum Beispiel kommen Content. Nehmen wir jetzt hier zum Beispiel Artikel. Zack, haben wir einen Artikel kopiert. Funktioniert genauso wie jeder anderen. Man kann auch hergehen und einfach direkt auf. Nein, geht jetzt nicht? Okay. Kann man sich dies einzeln zusammen, also man kann nur einen einzelnen, dann ist auch bloß der einzelne drin, oder man klickt zwei an. Dann wird auch hier vorne direkt der Ordner erstellt, com Content, Artikel als Ordner und darin liegen dann die ganzen Links. Bei den Komponenten macht es Joomla lustigerweise nicht mit einem Zeitstempel, sondern einfach mit einer 2, irgendwie, so wie das gerade aussieht. Diese kann man wiederum dann in dem Fall bei Artikel jetzt direkt im Artikel auswählen. Das heißt, ich gehe hier auf Content, Articles, wähle mir einen Artikel aus, der jetzt irgendwie ganz besonders aussehen soll, gehe hier auf Options und scroll da ganz runter und habe hier genau den gleichen Ansicht, alternative Layouts, haben wir einmal hier Use Global, noch ein bisschen hoch, oder dann habe ich hier From Component Default oder hier From Protostar Template Default 2. Das heißt, es funktioniert da genauso. Das funktioniert auch mit, gut, Artikel ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, was man jetzt überschreiben will. Es geht aber genauso gut mit Kategorien, haben wir das auch drin unter Kategorien. Options, da ist es hier direkt hier oben, Use Global, Content bringt bei den Kategorien selber schon zwei Overrides mit, das ist einmal Block und einmal List, ob man halt eine Liste oder halt einen Block haben will, das ist da schon über Overrides geredet und dann hat man hier unten halt nochmal vom Protostar Template genauso ein anderer Name, Override, was man haben will, dass man jetzt halt ein Karo-Muster haben will oder dergleichen. So, das nun mal soweit, um zu zeigen, dass es auch mit allem funktioniert. Nicht zu verwechseln, will ich jetzt ganz klar nochmal darauf hinweisen, was vielleicht der ein oder andere jetzt gerade dran denkt, nicht zu verwechseln mit wo ist es? Hier, Template Style. Das ist was anderes. Das ist was im Template, also in der Template XML auch wirklich, also da muss man wirklich mit Code rangehen und in der XML definieren. Haben zum Teil manche Fertig-Templates, greifen darauf zurück, dass man das Template runterladen kann und dann kann man halt unter Template-Style hier auswählen, ich hätte es gern in Rot oder ich hätte es gern in Blau oder in Violett, stehen dann hier die Namen und dann ändert sich dadurch halt im XML dann halt die CSS oder sonstige Sachen. Also das hier ist wirklich Programmierarbeit und ist im Template niedergeschrieben. So, nicht zu verwechseln. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Bin ich nämlich am Anfang auch erstmal drüber gestolpert, wo ich verzweifelt versucht habe, meine Layout-Overrides in diesem blöden Dropdown zu finden, wie ich da mal registriert habe. Nee, das geht ja gar nicht. Für die Artikel. Ob das jetzt, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also man kann es halt einfach, wo war man jetzt? Oh. Nein, ich habe mir was gemacht, was
Willst du das nicht irgendwie übers Mikro sagen vielleicht, wenn du hier gerade so schön am Erklären bist? Dann muss ich dir ja nachreden. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Dann kannst du das hier, denke ich, mal nehmen. Dann sage ich es nochmal fürs Video. Die Frage war, ob er eine Kategorie oder zwei verschiedene oder die gleiche Kategorie unter zwei Menülinks oder sowas unterschiedlich ausgeben kann. So, und es ist bei Joomla so, dass man zum Beispiel com Content Category, da findet man zwei Dateien, zum Beispiel die Default PHP und eine Default XML. Und wenn man diese beiden Dateien nimmt und die sich in das Override-Ordner für das Template kopiert und die zum Beispiel umbenennt, dann ist in der XML-Struktur drin eine Auswahl, was weiß ich, keine Ahnung, ich möchte das und das so und so ausgeben, wie man das zum Beispiel kennt, man legt einen Menülink an und sagt, ich hätte jetzt gerne Kategorie Block, die standardmäßige. Und dann kann man ja verschiedene Sachen auswählen. Und das kann man kopieren, in sein Template spielen und wenn man dann auf Menü geht, dann sieht man da das neu. Dann kann man das auswählen und dann kann man ein anderes Layout machen, als das, was von Joomla kommt. Genau. So. Ja, genau. Das funktioniert nicht nur mit Category. Aber da muss man halt sozusagen dann halt auch ins bisschen tiefer reingreifen. Es geht auch noch, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, dass die ist auch in, auf den Joomla-Docs beschrieben, wo man sich wiederum dann hier drin dann sozusagen selber auch mehr oder weniger Overrides anlegen kann und dann hier direkt ein neuen Menü-Link-Typ erzeugt dadurch. Aber soweit, so tief wollte ich da jetzt nicht reingehen, das ist ziemlich gut auf den Joomla-Docs beschrieben. Wer dafür Interesse hat, dem kann ich gern nach dem ganzen Session hier den Link geben. Aber das wäre sonst ein bisschen viel geworden. So. Wie viel Zeit haben wir? Okay, dann würde ich mal sagen, dann gehe ich mal noch zu den Sprach- Overrides über, was auch eine neue Methode ist. Dum, 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 dum. Ich bin im Mobil an sich nicht gewohnt. So, für die Sprach-Overrides gehen wir hier wieder unter Extensions und diesmal nicht unter Templates, sondern unter Languages. Languages, da. So, dort haben wir unsere Übersicht über unsere Sprachen. Und dann ist dieses Menü normalerweise in der normalen Browser-Ansicht auf der linken Seite. Dann haben wir Install Site, Installed and Overrides hier unten. Wenn wir da drauf gehen, haben wir eine Übersicht von Overrides, die schon existieren. Die habe ich jetzt halt mal als Beispiel angelegt. Habt ihr gerade vorhin, die wo da waren, in meinen Folien gesehen. Und wenn man sich einen neuen anlegen will, geht man hier oben auf New. So. Dann interessiert das hier erstmal nicht, sondern das Interessante ist erstmal hier. Hier ist ein Suchfeld. Das heißt, ihr habt jetzt auf der Webseite irgendwas drauf, was euch nicht behagt. Was haben wir denn hier mal? Zum Beispiel das hier. Remember me. So, das gefällt euch nicht. Das mögt ihr nicht. Das findet ihr doof. So. Dann habt ihr hier die Auswahl zum einen zwischen Value und Constant. Der Unterschied ist, Value ist das, was ihr auf der Webseite seht und Constant ist das, was im Hintergrund Joomla interessiert. In dem Fall wollen wir nach der Value suchen. Die Erfahrung zeigt, umso weniger ich eingebe, umso besser. So, mal gucken. Da nämlich Joomla das sehr genau nimmt, wenn man Schreibfehler drin hat, findet es einfach nicht. Deswegen haben wir es hier aber schon gefunden. Remember hat gereicht. Hier haben wir Remember Me, das ist die Value. Der Key ist, ja, man sieht es hier oben, kommen Users, Login, Remember Me. Da können wir dann einfach direkt draufklicken und dann ist das Formular oben schon ausgefüllt. Das heißt, die Constant ist drin, die ihr überschreiben wollt. Die Sprache ist eingefüllt, das könnt ihr natürlich nicht ändern. Die Location, Application, wunderbar. Und hier der Text, den wollt ihr ja ändern. Was nennt man da?
Don't forget me. Ganz viele Ausrufezeichen. So. Das könnt ihr einfach speichern. Tada. Und dann müsst ihr theoretisch gesehen, wenn ich jetzt hier die Seite neu lade, ja, theoretisch gesehen, hallo? Hallo. Cache habe ich ja nicht ausgeschalten extra, damit das nicht passiert. Tja. Sprache ist Englisch, da ist nur Englisch installiert. Auch wenn ich hier deutsches Zeug reingekritzelt habe. Moment, das haben wir gleich. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Gehen wir hier auf Default. Nein. Also wenn ich jetzt ein Gnome wäre, würde ich jetzt unter die Brücke gehen. Was meckerst du da hinten? Mach mich nicht schwach, mein Freund. Bin ich so trivial drauf reingefallen? Login, remember me. Nee, Location Site. Ich bin noch nicht blöd. Arf. Immer diese Vorführeffekte. Macht nie einen Vortrag. Habe ich den falschen genommen? Das ist natürlich auch möglich. Das ist immer so eine Sache, man muss natürlich den richtigen erwischen. Wenn man nicht den richtigen erwischt, ta. So, so. Was sagt das hier? So, da habt ihr schon die erste Fallstricke. Es gibt mehrere von den Dingern. Warum auch immer es mehrere gibt, aber... ist okay. Aber der war es irgendwie auch nicht. Gibt's noch mehr?
wer gelacht? Remember me? Da gibt es nochmal. Mod Login Remember Me. Da hämmern doch. So. Ah. Ihr seht schon, es ist doch nicht ganz so trivial. Man muss ganz genau lesen. Oh, so. Ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachrichten. Tada! Gut. Ja, ich habe die ganze Zeit das mit anderen Keys rumhantiert. Das ist jetzt das erste Mal, da hieß es den Login Remember Me nehmen. Und ihr, wie ihr seht, es gibt 3 Stück von diesen Teilen. Warum auch immer. Also, wenn ihr sowas machen wollt, nicht verzweifeln, genau lesen. So. Fragen soweit zu den Sprachoverrides? Overrides? Ja? Wenn ich nun 2 Blöcke habe und ich will jetzt zum Beispiel, wird ja mal angezeigt Autor. Da möchte ich jetzt zum Beispiel bei einem Block drinne behalten Autor und beim anderen möchte ich eingereicht von zum Beispiel haben. Mhm. Ist das möglich? Das heißt, du musst halt ein bisschen mehr Arbeit wie nur das investieren. Du musst dir halt sozusagen einen Override erstellen, also einen HTML-Override, in dem du halt dann diesen Language, diese Konstante änderst zu meine Konstante und dann kannst du wiederum über die Sprachoverrides dann halt deine eigenen Keys auch definieren. Also du siehst ja, du kannst hier auch, wenn du auf neu gehst, gehen wir mal auf den anderen, wenn wir hier zum Beispiel den Mod Login, Remember Me, du wirst es bei dem einen so, kannst du es hier ausschreiben, so meiner. Und dann speicherst du den auch da rein. Und dann musst du halt nur noch sozusagen einen Override von deinem HTML, wo halt dieser Key verwendet wird, anstatt dem eigentlichen Key erstellen, das halt auf die Modulposition draufsetzen oder desgleichen. Und dann nimmt er den. Da musst du halt von deinem Block-Layout einen Override erstellen, indem du für jeweils diesen Teil, diesen Key änderst und diesen Key in den Sprachoverrides definierst mit dem Inhalt, den du gerne hättest, also verfasst von. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist prinzipiell möglich. Man muss halt ein bisschen um die Ecke denken dabei. Jo. So. Und für diejenigen, die da halt sich mit dem ganzen Coding und sowas ein bisschen besser auskennen, können ja auch dann dahergehen und das würde ich direkt hier reinschreiben, die Dateien definieren oder auch hier unten direkt in den Dateien in einer Umgebung aufmachen. Das ist dann vielleicht, je nachdem wie groß die Datei ist, ist es dann halt vielleicht doch geschickter, das in einem richtigen Editor zu machen und sich da halt von mir aus dann halt Notepad++ oder sonstiges, muss ja nicht PHP Storm sein. Es kann ja irgendwas sein, mit dem man sonst arbeitet, aber prinzipiell ist es, wenn es eine gewisse Größe erreicht, dann doch geschickter, wenn man über die Ordnerstruktur reingeht und das dann halt direkt in der Datei. Man kann zwar das kopieren und so alles, dann halt über die Oberfläche machen, dass man da keinen Fehler macht, dass da auch alles beisammen ist. Aber die Änderung an sich kann man dann natürlich über das Ding machen. Genauso, wenn man dann halt die Sachen von uns runterlädt, kann man dann auch natürlich über FTP oder wie man halt angebunden ist, muss man das halt auch von Hand sozusagen in den Ordner reinkopieren. Wie ich halt im vorherigen Vertrag schon gesagt habe, ist es aber zumindest von mir mal so angedacht, irgendwann mal Installationspakete bereitzustellen, damit man da halt nicht mehr mit FTP und Creeper Putrolala rumhantieren muss, sondern einfach Joomla Installer hochladen und gut ist die Geschichte. Sonst gerade noch Fragen? Hm? Wo?
ah, es ist eine Meldung. So alt bist du nicht, heb doch ein bisschen den Arm, Thomas. So. Ja. So, und wenn jetzt Sachen abgedatet werden, es kann ja auch passieren, dass in einem Template eine Änderung passiert wird, wenn es eine Lücke oder sowas Sicherheitslücke drin ist. Das heißt, man müsste eigentlich immer darauf achten, dass seine eigenen Overrides auch up-to-date sind. Und da gibt es in Joomla keinerlei Hinweis. Also der normale, unbedarfte Anwender, der jetzt womöglich von seiner Agentur oder von irgendjemandem Overrides in sein Template eingebaut bekommen hat, der merkt gar nicht, dass er aus alten Versionen sozusagen verwendet. Und über den automatischen Joomla-Updater, auch gerade was Komponenten-Extension betrifft, kann das durchaus mal klein werden, dass, wenn sich dann quasi in dem zugrunde liegenden Code irgendwas ändert und ja, das Overall einfach nicht mehr passt. Das ist jetzt also keine Frage oder keine Kritik sozusagen. Naja. Also die Frage war jetzt gerade so, wie ist es, wenn es halt einfach durch Joomla ein Update kommt, die Datei, die man halt sozusagen kopiert hat und abgeändert hat, halt doch geändert wurde und da halt vielleicht eine Sicherheitslücke oder sonst irgendwas geändert wurde. Klar, sowas kann passieren. Es ist aber meiner Erfahrung wesentlich unwahrscheinlicher, als wenn man sich jetzt beim JAD irgendwo eine Erweiterung sucht, die selber Logik drin hat, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sicherheitslücke drin ist, viel höher. Vom Ding her. Ja. Genau. Bei Extensions ist das Ding, deswegen umso weniger Extensions, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass du wirklich eine Sicherheitslücke drin hast. Die meisten, also wie ich mich jetzt gerade so erinnern kann, die meisten XSS oder wirklich Overview, die waren meistens in irgendeinem JavaScript oder sonst irgendwas drin. Das hast du ja bei den Dateien meistens eh nicht bei, weil du wirklich nur die Struktur eigentlich änderst. Die meisten wollen gar nicht so tief reingehen, um da irgendwelche JavaScript-Geschichten, wie jetzt beim Login-Form mit irgendwelchen Ajax oder so, also das will man ja eigentlich gar nicht anfassen. Und das kommt ja immer noch von Joomla. Man tut ja wirklich eigentlich nur die Ansicht ändern, die Struktur. Man tut ja keine Daten verändern, man tut ja einfach nur die Daten, die man bekommen hat, verwerten. Deswegen ist es meiner Meinung nach immer noch deutlich sicherer und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie ein Update kommt und dass dir das Template oder den Overview da, Override zerschießt, relativ gering ist, außer du hast natürlich ein Major Version Update, wo halt keine Kompatibilität gewährleistet ist oder garantiert ist. Klar, das ist ein Punkt, aber da sage ich auch wieder, ist der Aufwand, weil man sieht es ja, man sieht es direkt auf der Ansage und bei Extension-Updates gilt er eh immer so, nie auf dem Live-System, sondern Testsystem, erstmal gucken, ob es funktioniert und dann aufs Live-System gehen. Dann sieht man, da ist was passiert und dann sieht man ja, okay, da wird halt der Variablen-Name ausgegeben oder es wird eine Fehlermeldung geschmissen, Variablen-Name nicht gefunden und dann kann man halt gezielt reingucken, weil man weiß ja, wo es liegt. Und daher ist der Aufwand, das zu beheben, wesentlich geringer als jetzt irgendwie zu warten und zu sehen, oh, die Extension geht in die Luft, weil der Variablen-Name geändert heißt. Weil das kannst du nicht so einfach ändern, wie wenn du einen Override drin hast, wo du einfach nur in der PHP-Datei kurz zwei Buchstaben änderst. So. Haben wir noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Ja? Gut, falls mal sowas passiert, also die Frage ist, was man halt tun sollte, damit man halt, also als Entwickler tun sollte, damit man als Override-Ersteller
weiß, dass da was geändert worden ist, war es der Vorschlag, irgendwie einen Kommentar reinzutun. Ist jedem Entwickler selber überlassen, wie er das macht. Prinzipiell gibt es normalerweise Changelogs, die man sich angucken kann für eine neue Version. Wie detailliert die sind, ist eine andere Frage. Dann gibt es das wohlbekannte Supportforum der Extension oder sonstiges Erweiterungsersteller oder Google. Oder man schreibt einfach den Hersteller einfach direkt an und sagt, du, ich habe da einen Override und es geht mir jetzt gerade hoch, ich habe die Fehlermeldung. Ja. Da war noch, ach, da war... Inwiefern, dass man die CSS-Dateien vom Template ändert? Ja gut, die kann man ja, also CSS kann man ja ändern, wie man will. Das CSS ist ja da, vom Template, ist ja dein Template. Was ist da? Die Dateien direkt zu ändern, sonst muss man ja mit Oberwald sagen, dass das Template mal updated, das geht ja auch nicht. Also das von Joomla selber, dass man da jetzt CSS-Overrides macht, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hängt aber auch sehr damit zusammen, wie der Hersteller das Update macht. Die meisten Hersteller haben ja irgendwie eine Custom CSS oder die. Genau. In der man seine eigenen Änderungen sozusagen macht. Also, wenn man jetzt ein Template hat, wo man die CSS halt ändern will und nicht will, dass es überschreibbar wird, gibt es da verschiedene Ansätze. Entweder es gibt eine Custom CSS, die halt nochmal in der Datenbank gespeichert wird. Oder es hängt halt wieder vom Hersteller davon ab. Also Joomla selber macht da jetzt nichts, aber im Normalfall, wenn das eine ordentliche Template ist, dann macht er nicht einfach Copy All Over und ersetzt alles, sondern macht sich sozusagen ein Install-File, wo er dann halt sozusagen wiederum beim Installieren in ein Skript reingeht, wo er dann guckt, was für eine Version ist installiert und was muss ich jetzt ändern, damit das dann passt mit meiner neuen Version und überschreibt nicht einfach alles oder lässt die Custom CSS dann, prinzipiell kann man auch dahergehen und einfach sagen, okay, ich erstelle mir selber eine Custom CSS, leg die einfach in den Ordner rein, weil eigentlich ist es so, dass nur die Dateien ersetzt werden, die da das Template mitbringt. Wenn die Datei nicht bekannt ist, ist sie ja nicht bekannt und dann fehlt prinzipiell einfach nur dann halt in der Index.html nochmal der Aufruf, den man sich ja einfach kurz zusammenklicken kann und dann ist es auch wieder drin. Also, da ist man noch ein bisschen auf sich gestellt oder halt auf den Template-Ersteller. Sonst noch Fragen? Du siehst aus, als ob du eine Frage hättest. Okay, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören.